Willkommen, liebe Trucker-Fans, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine kleine Mod-Vorstellung. Und zwar den DAF 95 aus dem Jahre 1987. So, mit dabei der Toni Chopper. Servus. Hallo. So, also wir haben hier verschiedene... Ja, Modelle. Topsleeper Cap, dann haben wir den Day Cap. Ist allerdings ein F241er. Und dann haben wir noch mal ein F S Dunderwetter F241 Space Cap. So. Wir kaufen aber uns hier den 95er DAF und ja, wir gucken mal, was wir hier so noch so verändern können. Ja, wie gesagt, wir können jetzt hier mit Kabine ohne, das sieht auch nicht, nein. Ja, also so könnte man es zum Beispiel machen. Das sieht eigentlich mal gar nicht so schlecht aus. Gucken wir mal, was wir hier noch so ändern können. Gut, wir können das Fahrwerk ändern. Wir können das Ganze ein bisschen aufbocken. Gibt doch jetzt Ruhe. Wir können... Aha, ist nicht mit dem Fahrhaus kompatibel. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, dann tun wir es halt mal ändern. Zum Beispiel hier, dann sieht das Ganze so aus oder etwas länger. Wir bleiben aber in der kurzen Variation. Dann, was können wir hier ändern? Aktuell haben wir 329 PS, das ist ein Euro 1 Motor. Ist der niedrigste, pardon. Wir haben aktuell 401 PS, das ist absolut okay, allerdings Euro 2. Gut, das war halt früher so, ne? Genau. Wir haben allerdings, muss man sagen, vom Getriebe her haben wir schon ein 16 Gänge inklusive Retarder mit an Bord. Das ist schon ordentlich. Gut, was können wir denn hier noch verändern? Hier ist übrigens das Cockpit, das ganze Führerhaus. Ja, mit einer Matratze drin. Ja, sehr schön gemacht von demjenigen, der dieses Modell hier gemoddet hat. Ich weiß allerdings nicht, wer es war. In der Videobeschreibung findet ihr dann den Link dazu, wo ich den her habe. So, wir können jetzt hier, ja, das sieht auch ganz gut aus. Gehen wir es noch das andere durch. Nee, da hat mir das Blau oder das hier? Oh, dann nehme ich doch das lieber hier mal so. Jawohl. Gut, dann gucken wir lackierungsmäßig. Ja, sind eigentlich so alle ziemlich Farben vertreten. Das sieht ja noch hier gar nicht mal so schlecht aus. Ja, Schwertransport kann man ja alles schön umbauen. Oder auch hier, das hier, was halt ein Feld. Felbermeier sagt mir jetzt gar nichts. Was haben wir hier noch? Franz Maas, Höfner, Lackierung, sowas hier. Ja, also ein bisschen Auswahl ist da schon vorhanden. Ich lasse ihn aber jetzt hier so in dieser Farbe. Ja, okay, gut. So, was können wir denn hier noch so verändern? Ja, gucken wir uns doch mal durch. Auf jeden Fall gibt es erstmal ein schönes Fahrerschild mit unserem Namen. Kann ja nie schaden. Scheinwerfer, können wir da was ändern? Nein, können wir nicht ändern. So, hier können wir unsere Sachen noch ein bisschen lackieren. Okay, dann lohnt sich auch nur, wenn wir es hier das oben machen. Alles klar. Vorderseite, okay, dann können wir hier einen Frontschutzbügel drauf machen, weil je nachdem, wer es braucht, ne,
Ich brauche ihn in der Regel eigentlich nicht. Schade, dass wir hier im ETS2 keinen Wildwechsel haben. Das wäre geil. Da könnte man so mit so einem Frontschutzbügel die Wildschweine oder so mal schnell von der Straße kicken. Oh Gott, oh Gott. Das wäre was. Naja. Okay, gut. Ja, wir machen jetzt einfach mal hier so einen Bügel drauf. Oh, pardon, jetzt habe ich mich hier verklickt. So, gucken wir mal, was wir hier noch so alles machen können. Ah, wir können hier Nummernschilder noch drauf ballern. Ja, wer es braucht. Nee, ich brauch's nicht. Sieht jetzt nicht gut aus. Wir können hier ein paar Lampen machen. Funktionieren die denn auch? Ja, funktioniert sogar. Hält das aus? Na, was haben wir hier Schönes? Okay, dann haben wir hier noch. Was ist das? Ach, das ist eine. Ah, jetzt ich verstehe. Okay, gut. Ja gut, dann machen wir hier halt mal ein paar Lampen hin. Tun wir hier und da noch so eine Lampe hin. Da kommt dann noch mal, machen wir halt mal die ganze Reihe hier voller Lampen. Und dann passt es schon. Gut, was können wir hier noch ändern? Hier können wir das Original oder wie gesagt hier dieses machen. Wir lassen es aber original. So, was haben wir hier an der Seite? Ex-Spoiler. Ja, wer es braucht. Ich brauch's nicht. Dann haben wir hier noch, können wir hier noch was dran ballern. Das Seitenemblem, genau. Gut, der Türgriff können wir mal lackieren. Sieht besser aus, finde ich. So, felgenmäßig. Eigentlich so die Standardfelgen. Na, okay. Gut. Es ist eigentlich nichts. What the hell? Ja, komm, da knallen wir halt die mal drauf. Das Auge ist ja auch mit, sagt man ja immer so schön. Ja, wie gesagt, wir können die Reifen noch ändern. Eigentlich so das Standard Gedöns, sag jetzt immer. Ja, was können wir hier noch ändern? Hier können wir noch, wenn wir wollten, könnten wir jetzt hier das noch Ganze lackieren. Ich lasse es jetzt aber mal weg. Hier unten könnten wir, wäre ja das hier, könnte man machen. Jetzt muss ich doch noch mal angucken, sieht es was aus? Ja, okay, können wir machen. Gut. Hier könnte man eine Abdeckung hier machen. Hier spoilermäßig noch. Ja, also je nachdem, wem es halt gefällt. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Und jetzt gucken wir mal hier oben, was können wir hier machen? Ist nichts vorhanden. Okay, auch gut. Dann gucken wir noch mal, was wir hier drin noch verändern können. Hier war das Fahrerschild, genau. Das Lenkrad könnten wir ein bisschen auftunen mit ja, Zubehör, mit solche Drehknüppel, sag ich jetzt immer. Auch ich habe da noch ein paar extra Mods von Sizzle mit dabei. Da könnten wir jetzt hier sowas dran machen. Oder ein Darth Vader könnten wir dran ballern. Ja, oder aber an einen Fußball oder so. Ja, ich brauch's nicht. Ich guck aber noch ans Lenkrad. Was können wir hier noch machen? Da hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. Explosiv oder dieses hier. Ich lasse es bei dem Standardlenkrad. Was können wir hier noch ändern? Hier hinten. Na, gucken wir mal schnell durch. Ja, das halt ein bisschen beleuchtet ist, alles klar, gut. So, dann haben wir hier noch Windschutzscheibe. Könnte man Emblem drauf ballern. Ein LED. Oh, dann machen wir doch mal hier dieses Emblem drauf. So, Cockpit. Ja, okay. Oh, was
mal was kümmern. Ja, gut, dann tu mal hier mal was zum Naschen hin. Und zu trinken natürlich auch. Wobei, nee, warte mal. Da tun wir auf jeden Fall hier noch sowas mit dazu. Ja, genau, sieht doch besser aus. Was können wir hier noch alles hinballern? Mit ein paar Embleme. Ja, dann machen wir hier noch ein paar Embleme rein. Hier könnten wir jetzt noch einen Duftbaum noch dazu. Ja, das ist völlig in Ordnung. Hier könnte man eine Sonnenblende machen. Nee, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht, muss ich sagen. Dann hauen wir noch einen Vorhang rein. Hier oben hätten wir was. Boah. Auch okay. Gut, was können wir hier hinten noch machen? Hauptspiegel. Was können wir da ändern? Kunststoff. Lackieren. Ich lasse es aber jetzt so. Ja, genau. Ach, hier unten, genau. Da tun wir auf jeden Fall jetzt uns noch hier was zu trinken hinstellen und hier neben dran. Na, tun wir halt hier noch mal, hätte es fast gesagt, ein paar Zigaretten, aber ich rauche nicht. Aber mal gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Ah, es ist halt schöne Auswahl hier durch den Mod. Aber ich muss mal gucken, ob ich nicht noch ein paar mehr finde. Oh Gott, Fußballtassen haben wir auch hier zur Auswahl. Ein Aschenbecher, dann haben wir hier eine Darth Vader Tasse, wie ihr sehen könnt. Toilettenpapier, Foto, Taschenlampe. Ja, die Auswahl ist, ich gehe jetzt hier mal schnell durch, was man hier so alles hat. Nö, dann werde ich sagen, dann war's das. Und dann tun wir das Ganze uns doch mal hier einkaufen. Und dann sind wir bei 42.000 Euro und dann kaufen wir uns das gute Stück mal. Und ja, dann, wo tun wir uns denn am besten mal hinfrachten lassen? Na, hier, ich bin im Moment in Italien unterwegs. Ja, danke für den Kauf, gerne. So, dann tun wir das gute Stück hier noch auswählen. Wo ist er denn? Jawohl. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Er zeigt mir an, 329 PS. Nee. Ich gehe doch hier höher auf. Komm, ich knall den 428er rein, was soll's. Jetzt ist okay. Gut, und jetzt tun wir das Ganze hier mal schnell testen, ob alles funktioniert. Und genau, ja. Muss mal kurz warten. So. Machen wir mal einen kleinen Soundcheck. Okay, gucken wir mal. Funktioniert. Hier machen wir mal kurz weg. Hier machen wir mal Licht an. Das funktioniert auch. So, dann hauen wir hier mal kurz einen Gang rein. Jetzt gucken wir mal, ob das alles hier so hinhaut. Ja, das funktioniert auch wunderbar. Gut, komm, dann fahren wir hier mal kurz herum. Hier funktioniert alles. So. Wunderbar, dann bleiben wir hier mal so stehen und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge, oder ihr hattet eher gesagt viel Spaß mit dieser Folge, und dann sehen wir uns beim nächsten Video hier auf diesem Kanal gerne wieder. Lasst gerne Abo und Like da, um nichts mehr zu verpassen.
In diesem Sinne, macht's gut, euer David. Ciao.